So, Freunde, wir sind wieder hier auf Sendung, ne? Auch wir haben wieder CDs für euch und wir haben heute einen Gast, der hat uns ein Video geschickt aus Finnland extra. Und er hat sich sehr klassisch gehalten und deswegen fangen wir jetzt auch klassisch an und stellen euch zwei CDs vor, die uns so persönlich bewegt haben. Also als erstes ist bei mir Annihilator, Alice in Hell. Das erste Annihilator-Album hat damals eingeschlagen wie eine Bombe, hat sogar meiner Ex-Frau gefallen, obwohl sie kein großer Metal-Fan ist. Und einfach klasse. Ein Hit jagt den nächsten, sehr unterhaltsam, es ist nie langweilig. Ob das nur Welcome to Your Death ist oder eben das Titelstück Alice in Hell. Wir hatten ganz zu Anfang meiner Musikkarriere mal einen Gitarristen, der hat im Symphonieorchester Geige gespielt und der hat Annihilator angebetet und hat das auch immer im Proberaum hoch und runter genudelt. Es wurde mir nie langweilig, obwohl zweimal pro Woche ich es von ihm gehört habe. Im Original auch immer eine sehr kurzweilige Band, die man sich immer geben kann, die man sich immer ansehen kann. Und Jeff Waiters ist auch ein sehr sympathischer Mensch. Ab und an gibt er hier mal im PPC, das ist so ein Musikinstrumente-Geschäft, stellt er so ein paar Gitarren, ein paar Verstärker und sowas vor. Ist immer sehr unterhaltsam, ist direkt nah, man kann mit ihm sprechen, draußen ein Bier trinken, wer raucht, eine Zigarette rauchen. Also sehr sympathisch und das ist ein sehr sympathisches, sehr gutes, sehr gelungenes Debütalbum, was wirklich zu den Klassikern gehört. Alice in Hell, Annihilator. Du hast auch einen Klassiker, Hilmar. Genau, ich habe auch einen Klassiker mitgebracht. Iced Earth. Ja, brauche ich gar nicht so viel zu sagen, weil den meisten von euch wird einiges von der Gruppe bekannt sein. Es ist so, dass sie selbst einmal gesagt haben, dass ihr oder einer ihrer Vorbilder Iron Maiden ist und wenn man genauer hinhört, dann entdeckt man auch schon Ähnlichkeiten, gerade so bei dem Gitarristen der Galopp, ne? Ein Achtel, zwei Sechzehntel, klassisch, ein bisschen abgewandelt, aber man erkennt es doch wieder. Für mich etwas ganz Cooles, so beheimatet das Ganze im Speed, Power Metal, aber durchaus auch Thrash-Anleihen und von daher finde ich sehr spannend. Klassiker, durchaus hörenswert, wollte ich an dieser Stelle für euch unbedingt mal empfehlen. Sven. Wie heißt sie denn, die Scheibe? Hast du jetzt nicht gesagt. Ja, genau, wie heißt sie denn? Night of the Storm Rider. Das kann man unten unschwer erkennen. So, jetzt sieht man uns nicht mehr. Ich gebe dir mal das Mikro. Aber saugeil. Zweites Album von denen und auch schon das erste war richtig stark. Aber das ist eigentlich so der Klassiker, ne? Genau. Ja. Jetzt kommt unser Gast. Und der Gast möchte gerne, oder versucht zumindest, seine drei Lieblingsalben vorzustellen. Wer das ist, er stellt sich einmal selbst vor. Hello, folks. It's Markus of Omnium Gatherum and Insomnium here. I was asked a hard question to present three of my favorite albums ever. So, Iron Maiden, Somewhere in Time. This is the album, one of the first albums that really got me into heavy metal, and I'm still completely in love with this album. It's such a catchy songwriting, such great songs. Great playing, everything is top-notch, the coolest cover ever, futuristic Eddie. I could say Stranger in Strangeland is basically one of the guitar solos which made me start to play guitar. Adrian Smith is a genius, but now I start to hustle again because I still cannot decide ever, is this better or is Seventh Son of the Seventh Son the best Iron Maiden album, so I will choose the both one. Speaking of death metal, the genre I'm kind of operating with my both bands, even we are sissy death metal. I have to pick the best band of all times in that genre, Death, like the genre says. Death have been ruling my world since early 90s and
I fell in love with Human and Individual Thought Patterns albums, and then came Tis Symbolic. This is where it all came together in Death's world. Genius songwriting, great melodies, aggression, just everything. Chuck Schuldiner is a god for me. And as I guess this is a metal, so I have to pretend to be a metalhead. So I have to pick the third one album from black metal genre. This is truly one of my favorite albums ever also. Anthems to the Welking at Dusk by Emperor. The chaos, the conflict, the possession, it's all here. It's like insane songwriting and such a cool atmosphere in this album. And the musicianship is crazy. Norway at its finest. Thank you, folks. Hopefully you enjoyed in Disco with Markus Vanhala. Ja, sehr cool. Vielen Dank an dieser Stelle, Markus Vanhala von Omnium Gatherum. Genau, und eine ganz coole Band, wie ich persönlich finde. Und deswegen wollte ich an dieser Stelle auch ein bisschen Promotion machen für die Jungs. Gibt es auch schon sehr, sehr lange. Machen sehr coolen Melodeath, kommen wie gesagt aus Finnland und machen unglaublich viel Spaß. Auch dieses Album The Burning Cold, absolut empfehlenswert. Es wechseln sich ruhige Passagen mit richtigen melodischen Teilen, mit richtig geilen, schnellen Parts ab und es wird nie langweilig. Also einfach mal reinhören und wenn ihr davon nicht genug kriegen könnt und ihr im Raum Hannover wohnt, dann dürft ihr am Sonntag... Geht am Sonntag hin, Konzert im Schier Heinz. Da spielen die Hamfert von den Fähren, also richtige Fähringer, ne? Ähnlich wie Tür, sind im Vorprogramm ein absolut lohnendes Konzert. No, wir beide spielen am Samstag für euch in der Subkultur mit den Insidious Voice. Wir saufen auch mit euch und feiern mit euch bis spät in die Nacht. Und trotzdem sind wir am Sonntag da. Ein Versprechen. Na, ich habe die Eintrittskarte gekauft, ich habe sie bezahlt. Also wir kriegen sowas nicht geschenkt. Wir kaufen das genau wie jeder andere auch. Und deswegen wären wir ja dumm, wenn wir was kaufen würden und da nicht hingehen würden. Also Samstag Subkultur, Sonntag. Schier Heinz. Omnium Gatherum. Ne? Genau, und vielen Dank nochmal an unseren Gast, dem es ganz offenbar nicht leicht gefallen ist, seine drei Lieblingsalben vorzustellen. Das fällt uns auch immer nicht ganz leicht, jede Woche immer aufs Neue, weil es gibt so viele gute Musik. Und dann so etwas rauszufischen, was allen gefällt oder zumindest was uns gefällt, was wir denken, was euch Spaß machen kann, das ist nicht immer ganz einfach, aber wir freuen uns darüber. Und jetzt haben wir noch einen zum Abschied. Einen haben wir noch. Hannover grüßt Haltensleben. What Lies Beneath. Saugeile Metalcore-Band. Konnte ich jetzt am Samstag sehen. Und die Jungs machen Heaven Shall Burn echt Konkurrenz. Sind alles alte Hasen, also das ist nicht so die erste Band, ist keine Schülerkombo, sondern die haben schon auch Erfahrung auf dem Gebiet. Richtig fett, was sie da aufziehen. Zieht's euch rein. Haben hier so eine kleine EP veröffentlicht bisher. Ich hoffe, es kommt bald ein Album. Also wir haben eine Stunde da gespielt und das Material sehr kurzweilig, richtig schön auf die Fresse. Hat immer richtig Spaß gemacht. Ladet sie ein, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, Konzerte zu veranstalten. Da macht ihr nichts verkehrt. Das ist wirklich sowas, wo ihr Leute mitzieht. Ne? Geht so Richtung Heaven Shall Burn und darüber hinaus. Das war mein Beitrag zum Untergrund. Und zum Tag. Genau. Ansonsten, wenn ihr mögt, Zeit, Lust habt, kommt am Samstag, kommt am Sonntag, unterstützt eure Bands. Und ja, wenn nicht, auch gut, schaut euch das Video an und habt Spaß mit unseren Vorschlägen. Und natürlich, wenn ihr CDs, Platten, Kassetten vorstellen wollt, Bands vorstellen wollt, schreibt uns an, können wir zusammen ein Video machen, könnt uns ein Video zuschicken. Auf jeden Fall ist es immer interessant, wir lernen immer wieder neue Bands kennen, sind immer wieder überrascht und das bereichert uns ja alle, ne, wenn wir uns da so ein bisschen austauschen auf dem Gebiet. Eine Playlist zu den Bands, die wir vorgestellt haben, die findet ihr auch und zwar wo in der Ecke?
Ah, irgendwo da oben, ne? Dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Bis zur nächsten Woche.